Dann die Lösung dein. Sicher. Seltsamer Kerl. Ach. Das sind so eine schicken, tollen Typen. So. Na, wir gehen erstmal wieder nach Anya. Oh, guck mal an. Da bist du ja wieder. Ja. Siehst du, was du angerichtet hast? Was denn? Was denn? Pah, Nebenwirkungen. Ich leide unter Schlaflosigkeit. Und das auch noch tagsüber. Entschuldigung? Schon in Ordnung. Immer noch besser als Zwergenschnupfen. Schlaflosigkeit tagsüber. Hm. Wenn mir nur nicht so langweilig wäre. Der ist bestimmt Let's Player. Als Let's Player kommt man nie zum Schlafen. Ich hab's jetzt hier gerade um 3 Uhr nachts. Ja, das mache ich nur für euch. Mal gucken, was Anya zu erzählen hat. Sekunde. Nee, geh rein. Komm, Püppi. Mal quatschen. Willkommen zurück. Wegen den Vorbereitungen für das Wipfelfest. Alles wird vorbereitet, Sahnepuffelchen. Ja. Die Zwerge brauchen bereits wieder Blausaft. Supi. Das Wipfelfest kann kommen. Okay. Bis später. Pass also, die hat uns nichts zu sagen. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir da durch? Gehen wir. Ne, wir gehen hier wieder durch. Wir räumen das ganze Feld von hinten. Gut. Das wäre das. Dann gehen wir mal hier hoch. Der tanzt hier unten noch. Keine Party mehr. Was ist denn hier los? Woher kommt denn dieses Summen? Summen? Moment. Ein Mann im Kuchen. Hey, guck an. Grüniger Mann in Grün. Nie mehr werde ich sein. Das sieht so gay aus. Ich quatsch mal mit dem. Er fühlt sich völlig unbeobachtet. Na, ihn sieht ja angeblich keiner. Ja, was mache ich mit dem? Hier ist ein Metterling. Eine hübsche Blume, Schmetterling ist gar nicht, nur hübsche Blume. Wie kriege ich den jetzt dazu, mir den Zauber zu geben? Habe ich irgendwas? Nicht wirklich. Ich sag nein, nie, nimmer. Grüne Kleidung, kann ich mitnehmen. Nie mehr werde ich sein. Mach ich einfach. Der kleine Kerl hat seine Kleidung auf den Tisch gelegt. Die schnapp ich mir. Yes. So. Hacke Peter und Ziegendreck. Was denn? Du kannst mich ja sehen. Was nee. Willst du von mir? Ich, suche ein Baumportal. Mhm. Du willst in meine Welt einbrechen? Und ich soll dir noch dabei helfen? Mieser Erpresser. Ich, okay, okay. Du lässt mir keine Wahl. Leg meine Kleidung zurück und dreh dich um. Dann hilf mir. Und hör auf mein Kleeblatt zu starren. Ihr. Oh. Auf sein Kleeblatt starren. Ist klar. So. Schon besser. Na, da tritt mich doch ein Schaf. Wo ist denn mein Hut? Den hab ich noch. Profi-Erpresser. Was? Nun gut. Triff mich bei Nacht oben auf dem Rathaus. Dann zeige ich dir den Weg in meine Welt. Aber bring gefälligst meinen Hut mit. Profi-Erpresser? Ich will doch Zauberer werden. Was treibst du da, Junge? Nix. Das klingt nach schlimmen Selbstgesprächen. Quatsch! Hier war ein kleiner grüner Mann, den nur ich sehen kann. Alles klar. Hoffentlich ist der nicht gefährlich. Was? Nee, nichts. Nee. Alles gut, wa? So, der hat gesagt beim Rathaus, ne? Es war bei Nacht, aber ich gehe mal zum Rathaus.
machen die beide hier? Hier ist so wieder die Katze. Hämmern, werkeln jeden Tag. Das klingt, als ob die Arbeit viel Spaß macht. Nein, nein, man muss trotzdem mit Ernst schreinern. Erst muss skizziert und vermessen werden. Oder man arbeitet einfach drauf los. Spontan sein, das hilft. Mit Säge, Hammer, Nägeln, Farbe. Aber erst, nachdem man ausgiebig geplant hat. Sonst wird das doch nichts. Na. So plant man sich doch den Spaß weg. Ja, super. Ohne Spaß macht das doch keinen Spaß. Jetzt streitet doch nicht. Ich finde, Weiß ist wichtig. Stimmt, Arbeit ist halt Geld verdienen. Da braucht man keinen Spaß. Jetzt streitet doch nicht. Ich finde, beides ist wichtig. Ja, du hast recht. Manchmal bin ich fast zu ernst. Und dann wirst du sauer, wenn's mal nicht läuft wie geplant. Du bist da viel spontaner. Dafür hast du das bessere Fachwissen. Ach, Quatsch. Doch, doch. Gut, vielleicht ein bisschen. Ach, du bist doch der beste Bruder. Naja, du hast ja nur einen. Hm. Darum ja. Das Schränkchen hat unser Nachbar, der alte Magier, ausrangiert. Wir restaurieren ihn jetzt für den Verkauf. Mhm. Ach so. Die Tür ist leicht geöffnet. Da ist etwas drin. Mhm. Ich kann aber nicht einfach da reingreifen, solange der Igel guckt. Warum nicht? Na, denn lass aber weg. Das klingt, als ob die Arbeit viel... Nein, nein. Erst oder Sport mit Arbeit, sonst Arbeit. Ohne Spaß macht es doch gar keinen Spaß. Na, ganz ohne Spaß meine ich doch auch gar nicht. Ach nein? Selbst wenn man mit Ernsthaftigkeit bei der Sache ist, selbst dann macht es doch ab und zu Spaß. Besonders... wenn man mit jemandem wie dir zusammenarbeiten kann. Ah, so eine Schleimung. Das hast du schön gesagt. Hm. Super, wie kriegen die dazu, dass sie weggucken? Erst noch mit Arbeit, Sonnenarbeit. So, nehmen wir noch das letzte. Stimmt, Arbeit ist zum Geldverdienen. Da braucht man keinen Spaß. Siehst du, das ist vollkommener Unsinn. Ohne Spaß macht das keinen Sinn. Planung ist nebensächlich. Nebensächlich? Ohne Planung geht doch alles in die Brüche. Du nimmst alles zu ernst. Ja, dann guck weg. Die gucken weg. Die gucken weg. Jetzt können wir. Lass mich. Ich glaube, die sind gerade mit sich beschäftigt. Ich hab recht. Die beiden sind abgelenkt. Ja, nun mache. Mal sehen, was da im Schränkchen liegt. Quartett. Oh, ganzes Wörter. Muss der alte Magier da drin vergessen haben. Cool. Wieder neue Karten gekriegt. Ich hab recht. Immer. Ich will mehr. Gehen wir mal zum Magier oder? Ohne Spaß macht das keinen Sinn. Was macht die Katze ja? Oh, ey. Du bist lustig, kleiner Junge. Super. Wohl. Nee. Haben wir eigentlich alles schon? Doch. Ah, ich guck mal zum Magier. Mal gucken, was da so los ist. Klopf, klopf, klopf. So, mal reingucken hier. Oder quatschen die wieder oder was? Der kann nicht nacken, das nur. Was ist denn das hier? Eine Tasse mit Milch. Wir nehmen einfach mal Milch mit. Ich weiß nicht wofür, aber mal gucken, ob es geht. Vielleicht brauchen wir die irgendwann mal. Es geht sogar. Supi. Jetzt habe ich Milch. Yes.
So, mal gucken, ob die uns noch was zu sagen schon haben. Zurück? Natürlich. Ist wirklich in Ordnung, weil ich lange zu Hause weg bin. Das interessiert mich jetzt nicht. Wie war das bei Baumläufer von den Portalen? Das interessiert mich jetzt auch nicht. Was, wenn ich Hilfe brauche? Ja, dann gibt er uns ja super Tipps. Wieder an die Arbeit. Ich mach mich dann mal so. Ich bin nackt, doch es ist nicht. Also. Ja. Ja. Was kann ich mit dem? Oh, sie sind also doch kein Geist. Wegen der Karten. Sie sind mal groß und mal klein. Warum? Na, bis später. Pass auf. Ja. Interessiert uns alles nicht. Hau mal halt wieder ab. So, wir wollten ja hinter das Rathaus. Hier ist doch. Das ist hinter dem Rathaus, ne? Hier ist wieder die Katze. Was ist das? Achso, das ist der Hut. Mal gucken. Du bist lustig, kleiner Junge. Ach, halt die Klappe. Und wenn ich das mit der Statue mache hier? Das ist verloren. Ist das wohl wiederfinden? Ja, supi. Das hat uns die andere auch schon gesagt. Und das Fenster. Hier kann man ins Rathaus gucken. Das alte Eichhörnchen Jonathan hat mich schon gesehen. Ich gut, das kennen wir ja auch schon. Aber der Kobold hat ja gesagt, bei Nacht, ne? Hallo, Herr Kirchenmaus. Ah, du bist es. Der Junge mit dem Hut und dem kleinen Geldbeutel. Wessen bedarfst du denn, Junge? Kirchenmaus und Sohn haben alles. Ich suche was Leckeres. Ahornsirup, Käsekuchen mit Wein. Ich habe leid. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich bald zurückführen zu Kirchenmaus und Sohn, wenn du denn Bedarf an schöne Dingen hast. Dinge, Sachen, ob du... Ja. Kennen wir ja nur alles schon. Stadtmitte. Wie kriege ich, dass das jetzt Nacht wird? Oh. Hier stehen die Wichser auch schon. Ups, habe ich jetzt wirklich Wichser gesagt? Entschuldigung. War natürlich nicht ernst gemeint. Nein, die sind ganz lieb, ganz nett. Dufte Typen. Der Grund hier muss arbeiten. Doch er tut es nicht. Manchmal braucht man Hilfe von jemandem mit dem Sinn fürs Wesentliche. Wir können den Wildwuchs stoppen. Alles in geregelte Bahnen lenken. Wir bedürfen deiner Hilfe nicht. Wir sind angekommen. Ja, ihr quatscht doch alle das Gleiche, ne? Werden die Lösung sein. Okay. Verdächtiger Typ. Ah, sehr verdächtig. Gleich kann Nickel Fangschlag, ey. Könnt ihr da gegen nichts machen? Grünschnabel, weißt du, warum Bienen summen? Bitte. Weil sie es können. Witze. Ich habe Kopfschmerzen. Nein, weil sie den Text vergessen haben. So, was hat Konrad zu sagen? Wir bereiten schon das Wipfelfest vor, junger Baumläufer. Supi. Auch wenn dieser seltsame Gast erpicht ist, mir die Zeit zu rauben. Euer Land, es liegt brach. Jede Sekunde eurer Untätigkeit ist ein Verlust. Wie oft sie das auch wiederholen. Es macht doch keinen Sinn für uns. Uhu. Jerry, ich habe gesehen, wie ihr in unser Gemälde gesprungen seid. Uhu. Und du hast gut auf meine Nichte aufgepasst. Vielleicht hat Jonathan recht. Vielleicht weiß er mehr über diese Dinge als ich.
Ja, und nun? Dann quatsche ich jetzt nochmal mit Jonathan. Na, Grünschnabel, weißt du, warum Bienen summen? Bitte, Ja, weil sie den Text vergessen haben. Aber der hat auch so eine richtig schöne, ich weiß nicht, so eine friedliche Stimme. Die muss man einfach mögen, oder?